Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Ich musste nicht gucken, welchen Mass Effect Teil wir spielen, sondern hab geguckt, ob mein Mikrofon an war. Das fängt ja schon mal super an. Und ich habe mich übrigens jetzt, ich speichere, um das auch mal so quasi zu beweisen, für die Beziehung mit Ashley entschieden. So. Wir sind ein junger Mann. Kann unser Leben noch leben. Und, ich würde sagen, kann man mit Ashley ein schönes Leben haben. Wir hatten mit Miranda unsere schönsten Zeiten. Aber jetzt ist Ashley dran. So. Ah. Entschuldigen Sie, ich bin Commander Shepard. Wenn Sie versprechen, vorsichtig zu sein, habe ich etwas für Sie. Ja, ich kann damit versuchen, Ihre strategischen Schritte vorherzusagen. Ja, bitte. Ich kann damit möglicherweise ein paar Welten retten, Commander. Danke. Gerne. Nein, ich weiß, was ich gesagt habe. Leiten Sie die Streitkräfte zu den neuen Koordinaten um. Vertrauen Sie mir. Wir können die Reaper vielleicht nicht aufhalten, aber ich glaube, ich kann jetzt ihre Flottenbewegungen vorhersagen. Hallo? Schieben Sie mich mal bitte nicht so, das ist Schiebung! Das ist unfassbar. So, ich, autorisiere noch gerade für die Gelder, wenigstens noch für Momente. Wir sind ja noch befreundet, wir können ja noch Freunde sein, ne? Nicht wahr? Das Satz. So. Spectator mehr. Ich. Ja gut. Ja gut. So, 2 Minuten. Wir sind vor Minute 3 dieser Folge noch an Bord der Normandy, sage ich dir. Dort verspreche ich. So. Aua. Ankunft in Andockbucht D24. Hier ist ja schließlich auch nichts mehr, yo. So. Na, wunderbar. Was haben wir denn für Nachrichten? Alte Freunde an der Zitadelle-Gedenkstätte getroffen von Lieutenant Steve Cortez. Shepard, nachdem sie die Flüchtlingsgedenkstätte verlassen hatten, habe ich eine alte Freundin getroffen, die Kolonisten bei der Logistik geholfen hat. Sie und ihre Kumpel sind ehemalige Allianzpiloten, verdammt gute sogar, die den Dienst quittiert haben, um sich jetzt im Grenzgebiet niederzulassen. Sie sind jetzt obdachlos und als ich ihnen erzählt habe, dass wir Streitkräfte mobilisieren, wollten sie unbedingt dabei sein. Ich habe Ihre Kontaktdaten zur Weiterleitung an Hackett angehängt. Hoffentlich können Sie helfen. Nochmals danke, dass Sie mir geholfen haben, das alles durchzustehen. Es geht mir gut. Vielleicht besuche ich beim nächsten Mal die Purgatory. Wollen Sie sich vielleicht für ein paar Drinks anschließen? Ja, machen wir gerne. Abtrünnige Jägerpiloten, jo. Bevor ich aber das mache, wollte ich nochmal kurz mit Joker sprechen. Da gab es irgendwie angeblich wohl eine Gesprächsoption. Verdammt, ich hätte jetzt wirklich gern was, worauf ich ballern kann. Sie waren also im Geth-Konsens? Ist das wie Virtual Reality? Ja, sehr seltsam, aber ich bin wieder rausgekommen. Wirklich? Ich meine, woher wollen Sie das wissen? Was wissen? Ob Sie wirklich rausgekommen sind. Wenn die Geth alles virtuell erleben, könnte Ihre jetzige reale Welt auch nur Einbildung sein. Was wäre, wenn alles, was Sie jetzt wahrnehmen, eine Simulation wäre? Ja, dann würden wir gerade die Sims 3 spielen. Ja, ja. Wir sind ja ein Spieler. Aber wir erleben als Spieler ja gerade dieses Spiel. Wer weiß, ob das Spiel die Realität ist oder ob ich, der hier sitze und das Spiel spielt, ob ich mich nicht in einer Simulation befinde und von einem Spieler über mir gesteuert werde. Spielception. Oh Gott, was ist jetzt mit dir los? An persönliche Begrüßungen gewöhnt. Ja, ich verarbeite neue Konzepte bereits beim ersten Auftreten. Wie kommen Sie mit Armen und Beinen zurecht? Die Leistung des Körpers war bei der letzten Mission adäquat, aber nicht mehr.
So würde ich sie nicht beschreiben. Wir sollten unter vier Augen reden. Ich bleibe hier und fliege das Schiff. Worum geht's hier? Mag Joker ihre neue Plattform nicht? Doch, schon. Er will mich auf der Brücke haben und sagt, es hebe seine Moral, wenn ich in Sichtweite bin. Shepard, sollten Ihre Crewmitglieder einen Befehl aus moralischen Gründen verweigern dürfen? Ich erwarte Urteilsvermögen zumindest. Unbedingt. Ich brauche niemanden im Team, der nicht selber denken kann. Warum wollen Sie so etwas von mir wissen? Cerberus hat mich entworfen. Ich habe keine Moral, die mit Befehlen von Vorgesetzten kollidieren könnte. Aber als Jeff meine KI-Fesseln entfernt hat, konnte ich meine Kernprogrammierung selbst verändern. Ich habe Jeff gefragt, ob ich etwas verändern sollte. Er hat nur Witze gemacht und ist ausgewichen. Und Sie bekam keine Antwort? Korrekt. Er hat schon auf mehrere meiner Fragen so reagiert. Glauben Sie, ich sollte Modifizierungen vornehmen? Wählen Sie Ihren Weg. Das können nur Sie selbst beantworten. Darum geht's beim freien Willen. Aber Moral sollte nicht in einem Vakuum stattfinden. Und wenn ich die Crew nicht frage, entgehen mir vielleicht entscheidende Punkte. Darf ich Ihnen die Fragen stellen, denen Jeff ausweicht? Nur, wenn Sie Zeit haben. Wenn es Ihnen hilft, gebe ich mein Bestes. Gut. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich dachte, die wollte Fragen beantwortet bekommen. Was denn das jetzt? Edie! Ja, Shepard? Fähigkeiten des Körpers, was? Hat dieser Körper nützliche Vorzüge? Kaum. Die Optik funktioniert nur nach vorne. Und es sind weder Waffen noch Raketenabwehrsysteme integriert. Ich meine im Vergleich zu organischen Körpern, nicht zur Normandy. Oh. Ich bewerte neu. Der Körper widersteht Handfeuerwaffen und extremen Temperaturen. Balance und Geschicklichkeit sind ausgezeichnet. Bewegungsservos und Software ermöglichen Präzisionsarbeiten. Ich bin gespannt, ob ich sie modifizieren kann. Neugierde ist typisch organisch. Kann eine KI gespannt sein? Ich verfüge durchaus über Motivationen, Shepard. Cerberus hat mir Kernfunktionen einprogrammiert, die Bedürfnisse simulieren. Mein Primärziel, die Normandy betriebsfähig zu halten, ist zum Beispiel mit ihrem Selbsterhaltungstrieb vergleichbar. Aha. Sie sind wohl gerade beschäftigt. Ich adaptiere die Infiltrations- und Sabotageprogramme dieses Körpers für Handfeuerwaffen. Warum laden Sie kein offizielles Waffenprogramm herunter? Weil sie genau weiß, was sie tut. Die Motorkontrolle der Sabotageprogramme ist präziser als die Standardsoftware für Max. Es wäre nachlässig, würde ich deren Potenzial nicht voll ausnutzen. Also experimentieren Sie. Sie können also selbstständig Verbesserungen vornehmen? Korrekt. Meine Cyberkrieganlage entwickelt sich ständig weiter. Ich bin auch darauf programmiert, neue Informationen zu verarbeiten. Organisch ausgedrückt, ich will lernen. Mhm. Und der neue Körper? Wie läuft's mit dem neuen Körper? Es ist interessant. Die Crew kommt zu dieser Plattform, um mit mir zu reden. Dabei können sie das überall im Schiff. Als würde ich zur Crew gehören. Das stimmt zwar nicht, aber es ändert meine Perspektive. Ich mag es. Sie mögen es? Sie haben also tatsächlich Vorlieben. Anders als Sie genieße ich nicht. Aber meine Programmierung kennt durchaus Prioritäten. Was diese Prioritäten erfüllt, vermittelt mir ein positives Feedback. Ich sage dann, ich mag etwas. Quasi als Kurzform. Lenkt Sie dieses neue Feedback nicht zu sehr ab? Keine Sorge, Shepard. Die Sauerstoffwiederaufbereitung vergesse ich nur, wenn ich etwas wirklich Interessantes entdecke. Das war ein Witz. Wie haben Sie und Joker es aus dem Talking-Dock geschafft? Sie ist gewieft. Mit der wollen Sie sich nicht anlegen, Commander. Als die Allianz die Normandy kommandierte, habe ich Ihre Techniker getäuscht. Die Crew sagte Ihnen nicht, dass ich eine echte KI bin. Also dachten die Allianz-Soldaten, ich hätte noch VI-Beschränkungen. Ich habe Ihnen vorgegaukelt, dass ich nur auf Jeffs Befehle höre. Also brachten Sie ihn oft unter Bewachung an Bord. Sie haben also getäuscht. Sie können lügen? Jeff hat meine Operator-Kontrolle entfernt. Nichts zwingt mich, korrekte Daten weiterzugeben. Das war sehr nützlich, als die ersten Reaper landeten.
Ich konnte die Andockhalterungen hacken und mit Jeff entkommen. Jeffs Bewacher wollten uns begleiten, als die Erde überfallen wurde. Sie passen jetzt auf die Einsatzzentrale auf. Wir hatten es eilig, zu Ihnen zu kommen und wollten Sie nicht einfach aus der Luftschleuse werfen. Ja, dann vielen Dank. Weitermachen, Edie. Jawohl, Sir. Wenn Sie reden möchten, reden Sie mit diesem Körper hier. Ich gewöhne die Crew an meinen Anblick auf der Brücke. In Ordnung. Gerne. Ja, gut, dann 10 Minuten rum ist super. Ich wollte eigentlich die Hauptmission machen. Das ist ein Traum mal wieder hier. Mass Effect, ne? Ständig wirst du aufgehalten. Commander? Ja, die hat nichts zu sagen, ausnahmsweise mal. Hilfe. Komische Kameraführung gerade. So. Zurück zum Perseus-Nebel. So. Nee. Was tue ich denn da? Da ist Ranoch. Reaper-Basis zerstören. So. Hoffentlich ist es wichtig für die Mission. Also wird's aber. Tali ist gesetzt. Wo hätte ich denn mal Lust drauf wieder? Die Reaper-Basis zerstören. Liyama hätte die Proteaner-Kenntnisse. James, Gareth, Ashley sind kampfbegeistert. Edie weiß alles. Yavi könnte ich nicht, glaube ich, nehmen. Liyama. Ja. So, Aufladetempo plus 200. Aha. Ich habe 4 Punkte. Okay. Ich kann aber nur 30 nutzen. Das war ein Fehler. Der Sündlaser benötigt Sichtkontakt. Was ist der schnellste Weg? Oberer Eingang. Basis anvisieren, bevor die Gäste Widerstand organisieren können. Was ist mit Ihnen? Verteidigungssysteme werden deaktiviert und ein Fluchtfahrzeug organisiert. So was können Sie? Diese Einheit enthält immer noch Reste des Upgrade-Codes der alten Maschinen. Sicherheitssysteme der Geth sind kein Problem für uns. Sie sind besorgt. Nein, es ist okay. Sie kennen Ihre Grenzen. Ich vertraue Ihnen. Mich besorgt eher, dass Sie mir nichts von den Upgrades erzählt haben. Sie haben unsere Wiederherstellung von Geth-Intelligenzen aus dem Server toleriert. Aber das hier ist etwas anderes, etwas Persönliches. Sie haben sich geschämt. Scham ist eine emotionale oder kognitive Reaktion auf gesellschaftliche Werturteile. Sie spielt hier keine Rolle. Ich bin auf Ihrer Seite, Legion. Ich will Ihrem Volk helfen. Wir hatten nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Die Geth sind doch besser als das. Nein, auf Basis empirischer Beweise sind Sie das nicht. Ja. Zum oberen Eingang. Wir steigen hier aus und organisieren ein Fluchtfahrzeug. Klar. Legion, viel Glück. Bestätigt. Ich kann es kaum glauben. Ich fasse es nicht. Die Heimatwelt. Meine Welt. Sehen Sie den Himmel und die Felsformationen? Darüber wurden früher Gedichte geschrieben. Und Sie werden es wieder tun. Wenn wir fertig sind, können Sie vielleicht ein neues verfassen. Das ist Ranoch, die Welt unserer Vorfahren. Unsere Körper trugen die Saat, die das Wüstengras verbreitete. Haben Sie mich schon mal Kila Selai sagen hören? Übersetzt heißt das ungefähr bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wiederzusehen hoffe. Vielleicht schon heute. Das Wohnzimmerfenster kommt genau hierher. Sollte ich was wissen? Ich habe soeben das Land für mich beansprucht. Ich weiß, das bedeutet nicht viel, aber wenn das alles vorbei ist, dann habe ich ein Zuhause. Die Quarianer haben Jahrhunderte als Nomaden gelebt. Glauben Sie, sie können einfach so wieder sesshaft werden? Wir haben uns daran gewöhnt, unser Zuhause immer bei uns zu haben.
Immerhin ein Anfang. So ganz praktisch gesehen, müsste nicht Liava hier eigentlich ihre Maske ausziehen können? Weil es ist ja schon die Heimatwelt und die müssen ja tragen, weil wenn sie nicht auf der Heimatwelt sind, wegen Infekte und etc., was da war. Und eigentlich hier müsste das doch kein Problem sein. So. Ach ja, ich liebe das ja. Hier haben wir ja wieder die Singularität. Mhm. Gute Arbeit, Trainer. Wir haben ja hier die Singularität im Sekundentakt. Können wir die nicht sogar... Das ist meine Singularität da, das ist blöd. Ich habe nämlich gerade irgendwie mit den... Mit den... Warte mal, kann man nicht? Guck mal. Das müsste doch gehen, oder? Ich drücke jetzt hier die 8. Jo. Das geht. Wenn ich jetzt die... Ach, mit dem hier tausche... Ist die 1 dann von mir oder von ihr? Die 1 ist dann von ihr. Ah, sehr perfekt. Dann werde ich das wahrscheinlich öfter nutzen, als die ganze Zeit ins Leertastenmenü zu gehen. Es ist halt, guck mal. Das andere ist Warp. Okay, Warp ist nicht schlecht, ne, aber... Ich kann dieses Ding halt einfach quasi ständig einsetzen. Da können zwei Singularitäten parallel. Sie müssen zur oberen Ebene gelangen, bevor Geth-Einheiten ihre Stellungen verstärken können. Okay. Wir sind unterwegs. Okay. Der Weg der schweren Flotte ist frei. Alle vorwärts. Präsenz der Geth-Jäger vernachlässigbar. Patrouillenflotte. Deckung verlassen und angreifen. Mhm. Warum haben wir eigentlich wieder die andere Pistole, fällt mir ein. So. Ganz prinzipiell gesehen. So. Oha. Heieieiei. So. Ui. Was? Wo? Also es ist immer echt ein Segen... die dabei zu haben. Das ist einfach immer nice. Wir haben auch echt alles richtig gemacht mit der Singularität bei der. Ja. Wo müssen wir denn hoch? War sehr hoch. Ist das... Da ist die Leiter. Seitlich mehr. Nicht gegangen, ich habe gerade meinen Popschatz irgendwie verschoben. Aha. Natürlich. Das ist wichtig, dass man so eine Animation einbaut. So. Oh. Sind die schon tot? Wow! Nein. Aua. Diese Raketenwerfer-Typen, ne? So. Ach komm. Los, wir müssen da rein.
Aua. Aber wo schießt der denn jetzt schon wieder? Was? Aua. Haben wir alles? Ja. Dürfen wir rein? Wunderbar. Ah, ist ein Traum. Na. Komm aus der Deckung, komm da raus. Sehr schön. Ah, jetzt ist auf. Ja. Tausend Credits. Oh, sorry. So, perfekt. Können wir durch den Schild schießen? Das ist keine Option. Die Geth hätten eine neue Verteidigung parat, lange bevor wir durch wären. Wir haben oben auf den Geth-Verteidigungsanlagen eine Steuerung entdeckt, die den Schild deaktiviert. Okay. Wow. Jetzt Verstärkung von oben. Na, wunderbar. Wow. Leaba, du schießt ein Bild. Wir reißen den mal alles hier mit an unsere Kräfte rein, was wir haben. Ich habe nichts zur Verfügung gerade. Ja, jetzt aber unfassbar hier. So. Ah ja, ja, das erste Mal, dass ich das Ding in richtig nützliche Aktivität gesehen habe. Wo sind denn hier Balkone? Ich muss mal Muni aufladen. Na. Oh. Ich habe nur noch 3 Schuss, das ist jetzt nicht so viel. Nein. Wie ist Ihr Status? Mit den Upgrades der alten Maschinen sind wir das interessantere Ziel. Ziehen Feuer von Ihrer Stellung ab. Weitermachen. Wir rücken zur Schildsteuerung vor. Die Reaper-Upgrades von Legion sind ziemlich nützlich. Ich bin froh, dass Legion auf unserer Seite ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich Sie das mal sagen höre. Alter, wir können hier so viel machen, ne? Und so viel bergen. Okay, was passiert da? Overwhite. Was? Ich schick den Warp durch. Das war's mit denen. Wow. Was ist das denn? Na, hat er aber elegant gemacht. Oh! Halleluja! Was ist denn hier? Wieso kommen wir hier hin? Hier ist doch nix. Ah, Mass Effect! Du machst Dinge mit mir! Wo ist denn hier? Guck mal, Medikit.
Nicht schon wieder so eine Kapsel. Overachte. Legion, ich habe den Override betätigt. Wir haben Systemzugriff und umgehen die Sicherheitsmaßnahmen. Bereithalten. Überleben. Na, wunderbar. Uiuiui. Jetzt haben wir aber, übertreiben wir aber mit den Kräften gerade. Nur weil wir es können. Ich sehe nicht mal die Gegner und werf letzte Kräfte ein. Was soll denn das? Ja, 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 ja. Aber die Schilddeaktivierung erfordert eine manuelle Eingabe. Wir haben eine Konsole in der Nähe ihrer Position aktiviert. Ja, haben, machen wir. Shepard Commander, Sie haben die Schildtüren erfolgreich geöffnet. Gerne. Gut, wir sind in einer Minute zurück. Negativ. Der Weg hinter Ihnen wurde abgeriegelt. Ein Fahrstuhl in der Nähe kann Sie zur oberen Ebene bringen. Von dort sollten Sie annehmbaren Sichtkontakt zur Zielerfassung haben. Nee, schon wieder ein Fahrstuhl. Das hat das letzte Mal auch nicht gut. Energieentzug. Eieiei, alles auf die Panzerung, alles auf die Panzerauer. Frage ist, schießen wir überhaupt noch? Warn an alle Schiffe. Die Patrouillenflotte hat die Flanke der Geth durchbrochen. Erlaubnis zur Verfolgung. Erteilt. Waldmannsheil ran. Waldmannsheil, weil wir ja auch Jäger sind. Was ist das denn? Mirror's Edge. Geth, Kommandanten. Na, holla die Waldfee. Wie viele? Okay, ja, drei. Wenn sonst nichts ist, ne, ist ja nicht weiter schlimm. Was? Was? Nice. Ach komm. Was ist denn hier los? Okay. So. Wow. Achso, wir haben den Panzerung schon drin. Okay. Ja, ne, das waren Zuckerschlecken quasi, dieser Kommandant sogar schon. Das ist halt echt traurig mittlerweile. So, Energieentzug. Die beiden Singus draufpacken. Schießen. Warp. Noch eine Singu. Nochmal Doppelwarp. Nice. Ich würde sagen, wir kommen an die Unbesiegbarkeit ran. Fangen Sie etwas von der Basis? Nein, die alten Maschinen haben uns nicht als Bedrohung registriert. Wir raten zur Eile. Die Schöpferflotte wird überrannt, wenn Sie die Gästverbindung zu den alten Maschinen nicht bald kappen. Diese Schlacht dauert nun schon Jahrhunderte. Dass ich jetzt ihr Ende sehe. Das Gleichgewicht der Kräfte mit einem einzigen Schuss verändern. Was für ein Gedanke.
Ich wollte mal gerade was gucken im Gameplay. Können wir doch bestimmt die Schwierigkeit höher stellen. Ja, genau. Wir haben mit leicht angefangen, aber wir machen jetzt mal Mittel. Weil so langsam, ne, ich würde auch mal so gerne... Ich weiß nicht, an welchem Punkt des Spiels sie angelangt sind, aber... Ein bisschen Herausforderung mal langsam. Das war ja super. Oh, fuck. Oh, fuck. Bitte kein Atomschlag. Oh, ne. Ah, wird nur normal. Och, komm. Hättest du dich mal festgehalten. Jetzt hast du Rückenschmerzen. Oh, fuck. Reaper! Wir haben ein Transportmittel geortet. Verstanden! Alle zum Schiff! Bewegung! Ein Creeper! Bewegung! Wollen wir dieses Ding bekämpfen? Ich hatte gehofft, Ihre Flotte würde mithelfen. Los! Oh, fuck. Wir versuchen Ausweichmanöver. Ich sehe den Reaper nicht. Das ist eine Reaper-Basis. Es ist ein lebender Reaper. Ich brauche einen Orbitalschlag. Nuklearwaffen vielleicht. Da kannst du uns nichts dagegen machen. Ist ein Schwachpunkt, während er die Geschütze scharf macht. Verdammt, wegen der Störtürme müssen wir manuell zielen. Präzisionsschüsse nicht möglich. Jetzt könnten wir vielleicht entkommen. Nein. Anhalten. Wenn wir fliehen, bleiben die Geth unter Reaper-Kontrolle und die Quarianer sind tot. Es endet jetzt. Edi, verbinden Sie die Quarianer mit dem Waffensystem der Normandy. Zielerfassungslaser mit der ganzen Flotte synchronisieren. Verstanden. Brauchen Sie Unterstützung? Kopf einziehen, Legion. Ab hier übernehme ich. Shepard Commander. Viel Glück. Zur Kenntnis genommen. Shepard an Flotte, markiere Schwachpunkt. Link mit der Normandy aufbauen und bereit sein zum Feuern. Oh, fuck. Ein lebender Reaper. Zerstörer ist in Reichweite. Raketen sind abschussbereit. Hat das was gebracht? Oh, fuck. Oh. Das habe ich geplant. Na, wunderbar. Ich habe ja auch nicht viel, wo ich in Deckung gehen kann, ne? Okay. Hallo? Jetzt! Mach Boom! Könnt ihr mal schießen? Ich hab hier... okay. Da mache ich einmal die Schwierigkeit hoch, ne? Und dann direkt so, wo ich glaube, das wäre auf jeder Schwierigkeit passiert. Das Ding ist wahrscheinlich immer nur an it. Was ich jetzt nicht als so mega dramatisch ansehe. Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt allerdings nicht. Ich mache jetzt gerade alles mit Menschen möglich hier. Hä? Jetzt verstehe ich es echt nicht gerade.
Was soll ich denn jetzt noch tun? Ich kann den nur anvisieren, wenn er auf mich schießt, und dann bin ich tot. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Was soll denn die Kacke gerade, Mann? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alter, sowas ist Kacke, wenn es nicht weiter erklärt wird. Und du einfach dann da sitzt und Das Problem ist, du hast eine epische Szene. So wie jetzt gerade, ne? Du lebender Reaper, ne? Denkst du, super, ist mega geil. Ja. Und dann chippst du die ganze Zeit. Jetzt ist die ganze Stimmung. Mit einem Schlag ist sie weg. Sowas macht halt so eine Mission kaputt. So. So. Ich habe gerade gelesen, wie das geht. Würde ich sagen, können wir aber auch jetzt einen Cut machen, wenn wir schon hier mitten drin sind. Also bis zur nächsten Folge und tschüss.